Das Kaurit-Museum ist ein Museum in Matakoe, in der neuseelischen Region Nordland. Es widmet sich dem Kauribaum und dem von ihm stammenden fossilen Kauriharz sowie der Pionierzeit Neuseelands. Der Kauri liefert ein Baumharz, das Kauriharz, eine Form des Kobal. Das Kauri-Museum in Matakoe thematisiert die Gewinnung von Kauriholz und Kauriharz. Es stellt neben zahlreichen Maschinen und Geräten auch die weltgrößte Sammlung von Kauriharz und zahlreiche Exponate aus Kauriholz aus. Der Rundgang durch das Museum beginnt in der Wanders Hall, in der ein 22,5 Meter langer Längsschnitt eines großen Kauri-Baumes aufgestellt ist. Eine Stirnwand zeigt die Durchmesser der größten historischen und lebenden Kauri-Bäume. Der neuseelische Kauribaum ist ein immergrüner Baum, der heute meist Wuchshöhen von 30 bis 50 Metern und einen Stammdurchmesser von 1 bis 4 Metern erreicht. In historischer Zeit gefällte Exemplare erreichten wesentlich größere Durchmesser. Der angeblich größte, aus dem Jahr 1919 überlieferte Kauribaum, soll im Peruerkrieg an der Küste nahe Dems, soll auf der Coromandel-Halbinsel in den 1870er Jahren existiert haben. Er hatte einen Stammdurchmesser von 8,54 Metern sowie einen Umfang von 26,82 Metern. Er soll etwa 4000 Jahre alt gewesen sein. Der Smith-Flügel des Museums zeigt Gerätschaften zum Fällen und Transport der Kauribäume und zur Gewinnung von Kauriharz. Der größte heute lebende Kauribaum ist der Dane Mahuta. Ein Seitenflügel des Sägewerks zeigt verschiedene Maschinen aus der Pionierzeit, wie Melkmaschinen, Geräte zur Schafschur, eine Brennholzsäge und einen Caterpillar-Schlepper von 1929. Der Wurzelstock und die Krone des Baumes liefern ein schön gemasertes Holz, das für Möbel und Vertäfelungen verwendet wurde. Heute steht der neuseeländische Kauribaum unter Naturschutz und darf nur noch für rituelle Zwecke von den Maori gefällt werden. Dennoch kann man heute Produkte aus Kauriholz kaufen. Diese stammen allerdings
vom sogenannten Sumpfkauri. Der früher sumpfige Untergrund hat versunkene Kauris bis zu 50.000 Jahre konserviert. Diese werden wieder ausgegraben und verarbeitet. Gegenstände aus diesem Holz sind exklusiv und teuer. In der benachbarten Halle befindet sich ein dampfbetriebenes Sägewerk, in dem Kauribäume zugeschnitten wurden. Außerdem sind verschiedene Maschinen mit Zusammenhang zur Kauriholzindustrie ausgestellt. Das Holz des Kauribaums ist gerade gemasert, lässt sich leicht bearbeiten und ist trotzdem sehr stabil. Mit dem Beginn der Besiedlung Neuseelands durch europäische Siedler wurde der Bestand an Kauriwäldern stark dezimiert. Die Bäume eigneten sich wegen ihrer Festigkeit hervorragend für den Schiffsbau. Daneben wurde das Holz zum Bau von Häusern, für Möbel und Wandvertäfelungen, Zäune als Bauholz für Fässer, Bottiche und Becken, Eisenbahnschwellen, Abstützungen im Bergbau, Schnitzereien und Drechselarbeiten und andere Zwecke verwendet. Im Untergeschoss des Museums befindet sich der Bernsteinraum mit der weltgrößten Sammlung von rohen und geschliffenen Kauriharzstücken und Gegenständen aus Kauriharz. Im sich anschließenden Steringflügel wird in 6 Zimmern ein Herrenhaus um 1910 mit Möbel aus der Zeit und Puppen dargestellt.